Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir stehen am Anfang oder im fortgeschrittenen Stadium einer Epidemie. Einiges liegt wahrscheinlich noch vor uns und die Hinweise auf Italien, wir könnten das alles dort besser machen als in Italien. Da wäre ich auch vorsichtig. Wir sollten sehr genau auswerten, was da richtig und falsch gemacht worden ist. Und ich habe mit sehr vielen Ärztinnen und Ärzten, Virologinnen und Virologen in den letzten Tagen und Pflegekräften gesprochen. Und alle sagen, alle, zumindest mit denen ich gesprochen habe, wir müssen lernen. Also wer jetzt meint, das Patentrezept hier auf dem Tisch liegen zu haben, den kann ich nicht ganz ernst nehmen. Und deswegen, Herr Minister, sage ich auch ausdrücklich, Sie haben uns an Ihrer Seite, wenn es darum geht, eine vernünftige Kommunikation zu machen, den Krisenstab oder wie auch immer das Gremium im Zweifel heißt, auszustatten, Geld bereitzustellen, Strukturen zu festigen oder auszubauen. Das will ich an der Stelle auch sehr deutlich sagen. Also wenn es jetzt an Geld scheitern sollte bei der Frage von Testung oder bei der Frage, wie man einzelne Institutionen ausstattet, weiß ich nicht, Callcenter, oder die Frage zu lösen, wie in einem Kreis beispielsweise auch Fahrten nach Hause gelöst werden kann, dann kann das nicht der Ernst dieses Landtages sein. Ich vermute aber, dass alle Fraktionen da auch mit unterwegs sind, hier zu unterstützen. Das heißt nicht Geld zum Fenster rauswerfen, aber die Bereitschaft zu zeigen, für vernünftige Maßnahmen auch den Kopf hinzuhalten und das bereitzustellen, was notwendig ist, was wir für notwendig halten in der jeweiligen Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann komme ich auch auf das zurück, wie Sie ja Ihre Rede und Ihre Unterrichtung hier heute aufgebaut haben, was Sie als Analyse auf den Tisch legen. Und das teilen wir ausdrücklich in wesentlichen Teilen. Es muss jetzt darum gehen, wenn wir Infektionsraten von 60-70% der Bevölkerung zu befürchten haben, wenn eben nichts passiert, dann ist es schon eine Frage, wann passiert das? Mit welchem Verlauf passiert das und wer kommt jetzt wohin? Und dann gucke ich mir die Situation in den Krankenhäusern an. Da ist es im Moment so, dass 80% der Betten in den Infektionsstationen oder in den Isolierstationen oder auch in den Behandlungsbereichen mit Menschen mit Influenza belegt sind. Das wird sich ohnehin ein Stück weit lösen. Aber die Frage ist auch, welche Personen müssen ins Krankenhaus und welche nicht. Und deswegen teilen wir auch Ihre Auffassung, dass Menschen mit, also die nur Verdachtsfall sind sowieso und die einen relativ überschaubaren Verlauf haben, eben auch zu Hause behandelt werden können. Allerdings fangen auch da schon erste Fragen an. Beispielsweise bei der Testung. Müssen die Testungen in den Arztpraxen? Nein, da sind wir uns einig, durchgeführt werden. Aber können sie auch zu Hause durchgeführt werden? Und von wem können sie durchgeführt werden? Und da komme ich zu einem ganz, aus meiner Sicht, ganz zentralen Punkt für Nordrhein-Westfalen. Und da komme ich auch gleich nochmal zum Föderalismus und warum ich den trotzdem für gut halte oder erst recht für gut halte. Weil, vielleicht das mal vorweg gesagt, alle rufen ja immer nach einer starken Hand, einer ordnenden Hand. Was passiert denn, wenn genau diese eine ordnende Hand falsch ordnet und falsch handelt? Manchmal ist es doch gut, wenn dann irgendwie unterschiedliche Konzepte miteinander streiten. Und Herr Minister, also da hätten wir die erste Nuance vielleicht, die uns trennt. Bei der Frage der Großveranstaltung schien es mir schon der Druck aus anderen Ländern zu sein, der auch Nordrhein-Westfalen dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu treffen, die ich ausdrücklich für richtig halte. Deswegen ist der Föderalismus nicht falsch, sondern kann auch förderlich sein, um eben auch richtige Entscheidungen zu treffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worauf ich hinaus will, ist aber die Frage der Kommunikation. Und da, glaube ich, sind wir ausbaufähig. Wenn ich sehe, also ich glaube, wir brauchen eine Plattform in Nordrhein-Westfalen, auf die man zugreifen kann, alle wichtigen Informationen zur Hygiene hat, alle wichtigen Hinweise dazu hat, wie man sich zu verhalten hat und wie man auch, und da stimmen die Beteuerungen aus meiner Sicht da nicht mehr so ganz, wie man auch schnell an Testtermine und anderes kommen kann. Die 116, die 117 ist definitiv überlastet. Ich habe jetzt mehrfach Berichte davon bekommen, dass Menschen minuten- und stundenlang in der Hotline hängen und auch die Callcenter, die es so gibt im Einzelnen, sind, ich sage mal, von der Qualität her unterschiedlich. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir alle wichtigen Informationen auf einer Plattform haben, die sich nach unten hin verteilt, wo die Informationen drauf sind, fällt die Schule aus, fällt sie nicht aus, welche Maßnahmen werden in dem jeweiligen Bereich getroffen, was hat der jeweilige, welche Stelle ist zuständig und was passiert im Einzelnen, wäre eine Anregung, wie wir in diesem Zusammenhang machen sollten. Ein wichtiger Punkt, Herr Minister, ist mir die Frage, wer ist am meisten zu schützen? Wir teilen ausdrücklich, dass die sogenannten vulnerablen Gruppen zu schützen sind. Da müssten wir ein wenig auch in den nächsten Tagen über die Maßnahmen reden, weil das ist ja, also dass wir es tun müssen, ist das eine, aber wie es funktioniert, ist ja das andere. Also die Empfehlung rauszugeben, bringt das Kind nicht zur Oma,
mag abstrakt relativ praktikabel erscheinen, konkret nicht unbedingt. Ne? Also wenn man das Kind in Betreuung bringen muss und Ähnliches, dann ist das zu lösen. Sie haben es in Ihrem Beitrag angesprochen, aber dazu müssen wir noch was liefern. Habe ich jetzt auch kein Rezept, will ich Ihnen auch sehr klar an der Stelle sagen, aber wir müssen es dann auch klären. Aber ein zweiter Punkt ist mir wichtig, und da geht es um das medizinische Personal. Ich weiß, dass Sie Abfragen in den Krankenhäusern machen, was die Frage der Geräte, also der Intensivgerätemedizin anbetrifft. Das Problem ist nur, wir haben genug, also wir sind, also nicht das Problem, sondern Sie haben Gott sei Dank die Lage, dass wir eine sehr gute Ausstattung in den Krankenhäusern haben, aber wir brauchen auch das Fachpersonal dazu. So, deswegen müssen wir, glaube ich, auch die Sorge in den Krankenhäusern nehmen, dass nur das eine gemacht wird und das andere nicht. Ein Vorschlag, Herr Minister, wäre in dem Zusammenhang auch klar zu signalisieren, wir, öffentliche Hand, wären im Zweifel auch bereit, vorübergehend einen Fonds aufzulegen, der dazu bereit ist, intensivmedizinisches Personal zusätzlich zu finanzieren, um eben aus dieser Finanzierungsstruktur der DRGs bei Corona im Zweifel auch rauszukommen, um auch zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir werden das dann auch lösen. Wir müssen jetzt keine Beträge dann nennen, aber ich finde, das Land muss sehr klar signalisieren, wir sind bereit, im Zweifel auch bei der Testung, beim öffentlichen Gesundheitsdienst, bei der Beratung und bei der Kommunikation als große schützende Hand vor euch zu stehen oder hinter euch zu stehen und diese Strukturen dann auch möglich zu machen. Und was im Einzelnen passiert, werden wir in den nächsten Tagen diskutieren. Wäre ein Vorschlag meiner Fraktion, Herr Minister. Ich möchte aber auch noch auf einen anderen Bereich kommen, weil wir ja auch nicht nur das Thema Schutz hier haben, sondern auch das Thema Wirtschaft. Ich sehe, und da sind wir uns ja einig bei der Frage, wer ist besonders betroffen, das Messen, Großveranstaltungen und andere Geschichten jetzt in besonderer Weise betroffen, sind wir uns einig, das Thema Kurzarbeitergeld ist da sicherlich vernünftig. Wenn ich aber jetzt quasi aus jeder Ecke aus dem Bundestag reflexartig höre, die FDP kommt mit Senkung und auch die SPD erstaunlicherweise mit Senkung des Solidaritätsbeitrages rückwirkend. Andere kommen mit Konjunkturprogramm um die Ecke, die sie vor 10 Jahren auch schon vorgestellt haben. Wahrscheinlich will das VW-Institut, will die Automobilindustrie auch noch Abwrackprämien für alte Autos haben, um den Coronavirus zu bekämpfen. Liebe Landesregierung, da müssten wir einen klaren Kurs fahren und sehr klar sagen, wir brauchen Binnennachfrage in Europa, weil die Aufträge nach Asien, die wird es so nicht geben. Wir müssen unsere Strukturen in Europa stärken. Und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, auch zur Ausrüstung, da ist jemand sehr aufgeregt, zur Ausrüstung. Wir haben jetzt das gesagt, das Thema Hygieneartikel, das dürfte uns nicht wieder passieren. Was spricht denn dagegen, wenn die Landesregierung eine Arbeitsgruppe gründet, die sich genau um das Thema kümmert und auch eigene Kapazitäten, muss ja nicht in Deutschland sein, in Europa aufbaut und sagt, wir machen uns unabhängig davon. Wir machen als Kenngröße mindestens 50% dessen, was wir in einem Krankenhaus an Hygieneartikeln brauchen, bevorraten wir, also kann man ja nach dem letzten Abschluss machen, 50% dessen, was wir brauchen für ein Jahr, bevorraten wir in Nordrhein-Westfalen, stellen wir zur Verfügung und machen das auch als Maßgabe für die Gesundheitspolitik in Nordrhein-Westfalen. Und das, liebe FDP, hat auch was mit Bürokratie dann zu tun. Ne, wenn Sie immer nach Bürokratieabbau, schlanken Strukturen und so schreien, ja, wir müssen als öffentliches Gesundheitssystem auch mal ineffizient sein. Wir müssen vorsorgend sein, Redundanzstrukturen haben, um eben in der Krise reagieren zu können. Und die haben wir nicht in ausreichendem Maße. Oder es ist lächerlich geradezu, wenn wir keine Mundschutzartikel haben, die ein paar Cent bis 3 Euro normalerweise kosten. Und gleichzeitig Ärztinnen und Ärzte, die Gott sei Dank ein gutes Gehalt verdienen, am Einsatz gehindert werden, weil diese Artikel nicht vorliegen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken an dem Beitrag, ich habe keine grundsätzlichen Diskussionspunkte mit dieser Landesregierung. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, Herr Minister, dass wir sehr viel Kommunikationsbedarf haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das kann ich auch in Ihre Richtung sagen. Michael Müller hat bis heute nicht entschieden, Großveranstaltungen abzusagen. Und Sie stellen sich hier hin und stellen sich hier hin, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will das an der Stelle auch ganz deutlich sagen, da sind auch sich die Virologen einig, ob 1.000 Personen die richtige Größe sind, weiß niemand. Aber man muss irgendwo eine Grenze setzen. Und deswegen halte ich es für richtig, das bei diesen 1.000 erstmal zu machen und vielleicht müssen wir auch noch mal einen Schritt weitergehen. Und vielleicht können wir es auch demnächst mal wieder lockern. Wir werden wir sehen. Ich setze alles daran und unsere Fraktion setzt alles daran, dafür
zu sorgen, dass wir erstens ein Stück Organisation reinbekommen. Und das, Herr Kollege Kutschaty, das will ich Ihnen auch noch mal sagen. Was ist denn Ihr Vorschlag für den öffentlichen Nahverkehr? Fahren oder nicht fahren? Sein lassen oder nicht sein lassen? Da müssen Sie dann schon auch aus dem Quark kommen und sagen, was Sie dazu meinen. Ich meine fahren lassen und das öffentliche Leben schon am Leben halten, lieber Herr Kollege. Und damit wir nach den Beiträgen der Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch einen Moment Zeit haben, vielleicht letzte Bemerkung, Herr Minister. Nehmen Sie Ihr Angebot ernst der Kooperation mit den anderen Fraktionen. Nehmen Sie auch die Vorschläge ernst. Ich bekomme quasi täglich auch Hinweise aus den Häusern. Ich kann die im Einzelnen auch nicht immer beurteilen, das will ich ganz offen sagen. Aber viele von denen scheinen mir sinnvoll zu sein, insbesondere was die Kommunikation anbetrifft, was die Personalverstärkung anbetrifft. Und deswegen lassen Sie uns weiter zusammensetzen, an dem Thema intensiv arbeiten und die Konsequenz daraus ziehen, dass wir auch innerhalb der Krise schon Strukturen aufbauen, wo wir unabhängiger von den anderen werden, selbstbewusster werden und selbst den Anspruch haben, diese Krisen lösen und steuern können zu wollen. Vielen Dank.